Liebe Zuschauer, ich möchte mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen, vielen lieben Kommentare unter meinem letzten Video, dem YouTube-Diss-Track, der wahnsinnig gut bei euch angekommen ist. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich sehr, wir haben da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Dankeschön. Ich habe mal eine Frage an euch. Möchtet ihr vielleicht mal eine Art Video sehen, eine Art Making-of? Wie entsteht ein Fresh-Torge-Video? Dann klickt oder, ich glaube, weiß nicht, hier oder da. Was ist da denn jetzt so witzig? Wie entsteht ein Fresh-Torge-Video? Ja. Was ist da denn witzig? Weil es das Langweiligste ist, was es gibt. Wie entsteht ein Fresh-Torge-Video? Ja, weil du hierher kommst um 2:05, dann nimmst du eine Kamera, hältst das hin und fährst wieder nach Hause. Ich mach da auch noch andere Sachen. Du sitzt am PC. Wie entsteht ein Fresh-Torge-Video? Klickt ab. Du bringst die ganze... So, wie entsteht ein Fresh-Torge-Video? Stimmt jetzt hier links ab, wenn ihr das sehen möchtet, es ist wirklich sehr spannend, es ist sehr, sehr viel Arbeit. So, jetzt aber erstmal herzlich willkommen zur 55. Ausgabe der... Oh, das ist kaputt gegangen. Talkshow! Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann ist es soweit. Na, Matze? Weihnachten? Nein! Halloween, knapp daneben, ist auch vorbei. Ja, Halloween 2017 steht vor der Tür und deswegen gibt es heute auch ein gruseliges Video. Matze unter der Dusche. Hier sehen wir einen ganz normalen Wald, wo erstmal nichts Besonderes zu sehen ist. Im Hintergrund scheint man einen Berg zu sehen. Das Video scheint also in einer bergigen Landschaft aufgenommen zu wurden. Bergig. Ah ja. Ihr müsst jetzt ganz genau aufpassen, denn nach wenigen Sekunden erkennt man einen Geist. Okay, ich zeige euch das Video jetzt. Ihr müsst wirklich ganz genau hingucken. Und bitte. Verstörende Bilder. Wenn man aber ganz genau hinsieht, wirklich ganz, ganz, ganz genau hinsieht, dann erkennt man, das Video ist fake. Wenn ihr genau darauf achtet, erkennt ihr, dass unter dem Laken eine ganz normale Person ist und die Füße zu sehen sind. Müsst ihr ganz genau hingucken. Ich zeige es euch nochmal. Viele sind sich trotzdem noch unsicher. Ist es echt? Ist es fake? Ich möchte eure Meinung wissen. Was meint ihr? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Ist das Video echt oder ist es ein Fake? Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Kommen wir zum Kommentar der Woche. Oh, du hast die Kommentare gelesen? Ich lese immer die Kommentare. Der Kommentar der Woche stammt von dem User Felix Sweet, der geschrieben hat, wieso gibt es eigentlich keinen Kommentar der Woche mehr? Das nächste Video, das ist auch nicht ganz ohne. Es ist auf jeden Fall mindestens genauso gruselig wie das Geistervideo von eben. Können wir es nochmal sehen? Diese beiden Typen hier wollen ihren besten Kumpel Ryan pranken. Ryan ist Soldat und muss sein Haus heute sehr, sehr früh verlassen. Was? Was? Oh Mann, lass mich doch. Der Soldat James Ryan. Ja. Schön, dass du dich über den Krieg lustig machst. Genau. Sein Kumpel möchte bei Ryan zu Hause einbrechen, als Einbrecher, und dann mal gucken, wie Ryan darauf reagiert. Das ist eine hohle Idee. Ja, allerdings. Also fassen wir noch mal zusammen. In Amerika, einem Land, wo es mehr Waffen gibt als Menschen, möchte ein Typ seinen Kumpel pranken, der Soldat ist, und als Einbrecher in sein Haus einsteigen. Für diese Idee müsste er mindestens eins aufs Maul bekommen. Und ich sag mal so, liebe Zuschauer, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Der große Moment ist gekommen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass der Typ nur eins aufs Maul bekommt und nicht gleich erschossen wird. Viel Spaß. Gott sei Dank. Nur ein Schädelbasisbruch. Pranks können ja ganz witzig sein, aber bei jemandem nachts einbrechen, der Soldat ist und zum Töten ausgebildet wird und auch noch eine Waffe zu Hause hat, da kann man doch schon vom Klang, hört sich das schon an so, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Wie hört sich das an? Tu's nicht. Ich finde, das war alles ganz schön aufregend. Ich bin auch wieder etwas nervös, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen, vielleicht zum Abschluss ein lustiges Video. Hier ein kleiner Junge, der rückwärts versucht, im Pool zu springen. Okay, go for it.
Hier findet ihr das Video, was bereits über 100.000 Daumen hoch hat. Klickt unbedingt rein in den YouTube-Diss-Track. Ich ficke YouTube auseinander, könnte man sagen, ja. Klickt unbedingt rein. Ich wünsche euch alles Gute, pass auf und tschüss, liebe Zuschauer von Torge. Das schneide ich raus, das schneide ich raus, das schneide ich raus, das schneide ich raus, das schneide ich raus. Tschüss.